Heute gehen wir nochmals gemeinsam ein Stückchen weiter in der Lektion Nummer 92. Und wir werden nochmals sehr klar und sehr direkt hingeführt in einen Bereich, der uns wenig vertraut erscheint. Und zwar in die Schau des Lichtes. Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Und wir glauben, dass wir, wenn wir durch unsere Augen einen Gegenstand betrachten, ist das Sehen. Und hier differenziert der Kurs in Wundern sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Das ist nicht Sehen, das ist Bilder machen. Deine Bilder machen. Also das, was du siehst, sind deine Bilder, die du gemacht hast. Du beginnst sie zu interpretieren. Du beginnst über sie zu urteilen. Sie gefallen dir oder sie gefallen dir nicht. Und dementsprechend machst du eine Erfahrung. Das ist genauso, wie wenn du im Kino sitzt. Du schaust dir auf der Leinwand die Bilder an. Sind einzeln zusammengesetzte Bilder, die sehr schnell ablaufen und einen Film ergeben. Genauso kannst du dir das vorstellen, wie du die Welt gemacht hast und wie du die Welt siehst. Du lässt dich im Film der Dramaturgie entsprechend, wenn du 6 Jahre alt bist, genügt dir hierzu ein Zeichentrickfilm. Und wenn du älter wirst, dann brauchst du schon ein bisschen mehr Spannung. Wenn du noch älter wirst, schaust du dir vielleicht Horrorfilme an, Abenteuerfilme oder je nachdem, welcher Geschmack dir gerade passt. Und so machst du es auch mit deinem Leben. Du wirst ein bisschen älter, dann brauchst du einen Film, der den Untergang der Welt zeigt oder einen Coronavirus oder je nach Spannung halt, je nachdem, mit was du dich gerne identifizierst, aber es sind deine Bilder. Ich habe gestern Abend schon gesagt, die frohe Botschaft ist, du hast Verantwortung für alles und die schlechte Botschaft ist, du hast Verantwortung für alles. Und je nachdem, wie du das siehst, wirst du dich mit Schwäche identifizieren. Wenn du glaubst, dass du keine Verantwortung hast, dann für das, was du siehst, dann bist du schwach und du identifizierst dich mit Schwäche, das ist keine Stärke. Denn Licht und Stärke sind eins und wenn du die Verantwortung übernimmst für all das, was du wahrnimmst, dann wirst du in Licht und Stärke dich selbst erkennen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den du in der Regel nicht von heute auf morgen machst. Denn unser Gehirn wurde so konditioniert, dass die Welt da draußen ist und wir uns halt irgendwie einigermaßen darin bewegen müssen und den Schicksalen der Welt ausgeliefert sind. Nein, du bist nicht ausgeliefert. Du bist der Welt nicht ausgeliefert, du bist die Ursache. Siehst du, wie enorm wichtig es ist, dies zu begreifen oder zumindest begreifen zu wollen, denn solange wir uns als mit dem Ego identifizieren, begreifen wir es nicht. Aber wir müssen ja schon den Willen aufbringen, es begreifen zu wollen. Es nützt dir ja nichts, wenn du sagst, naja, das glaube ich nicht. Na dann, dann kannst du jetzt ausklicken, kannst sagen, nee, das höre ich mir nicht weiter an, denn alles andere ergibt dann keinen Sinn mehr für dich. Es macht durchaus Sinn zu sagen, okay, da ist was, das möchte ich lernen. Wie ein Schüler, dieses Beispiel sehe ich oft heran, wie ein Schüler in der Schule. Der geht hin, der will was lernen, der will wissen, was 1 und 1 ist und wie man schreibt und wie man eine Sprache lernt. Der will wissen, was die Zusammenhänge sind, da geht ein Schüler in die Schule. Und du befindest dich im Schulungsraum Erde.
indem du langsam, Schritt für Schritt oder auch schnell, je nachdem, aber indem du beginnst zu verstehen, alles, was ich hier sehe, alles, was ich mit meinen Augen, mit meinen physischen Augen wahrnehme, sind Bilder, die ich gemacht habe. Und alles, was ich mit meinen, was ich glaube zu denken, sind Gedanken, die ich gemacht habe. Aber da kommen wir gleich noch hinzu, was das überhaupt sind. Das, was du denkst, sind keine Gedanken. Okay. Der heutige Leitgedanke ist eine Erweiterung des Vorhergehenden. Wenn du an Licht denkst, verbindest du es nicht mit Stärke und Dunkelheit verbindest du nicht mit Schwäche. Das liegt daran, dass deine Vorstellung davon, was Sehen bedeutet, mit dem Körper und dessen Augen und Gehirn verknüpft ist. So glaubst du, dass du verändern kannst, was du siehst, indem du dir Glasstückchen vor die Augen setzt. Das ist eine der vielen Arten magischer Annahmen, die aus der Überzeugung stammen, dass du ein Körper bist und dass des Körpers Augen sehen können. Also mit den Glasstückchen meint er natürlich die Brillen, die wir aufsetzen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Brille verwenden sollst oder das heißt jetzt nicht, dass du nicht zum Zahnarzt gehen sollst, wenn du Zahnschmerzen hast oder wenn du in irgendeiner Form Hilfe benötigst, dass du das nicht nehmen sollst. Darum dreht es sich nicht. Es dreht sich nur darum, zu verstehen, dass du dadurch nichts veränderst. Ja, wenn du Schmerzen hast im Körper, dann geh zum Arzt und wenn du nicht mehr gut siehst, dann setz dir eine Brille auf. Darum dreht sich's nicht, aber es dreht sich nochmals darum, dass du dadurch nichts veränderst. Veränderung findet erst statt, wenn du verstehst, dass du dadurch nicht siehst. Du siehst nichts. Und dein Körper hört nicht. Und dein Gehirn denkt nicht. Es sind zwar enorme chemische Prozesse im Gange, von denen wir glauben, dass dies Gedanken sind. Es sind enorme chemische Prozesse in unserem Körper, werden verursacht, durch den wir glauben, dass wir dies oder jenes haben oder nicht haben. Du hörst nicht, du siehst nicht und du denkst nicht. Mein Gott, was ist das für eine Information, ne? Jetzt haben wir uns doch so sehr auf unser gutes Denken verlassen, das ja von dem wir überzeugt sind, dass wir etwas wissen. Und dieses Wissen plappern wir dann den ganzen Tag in unserem Spatzenhirn herum und glauben noch die Krönung der Schöpfung zu sein, weil wir so toll denken können, weil wir so tolle Pläne haben und weil wir ja wissen, was alles geschieht und was nicht geschieht. Merkst du langsam, wie lächerlich das ist? Hast du denn wirklich eine Ahnung? 60.000 Gedanken schießen dir am Tag durch den Kopf, von denen du glaubst, dass sie wahr sind. Von denen du glaubst, dass sie wirklich sind. Und die natürlich deine Bilder bestätigen. Ganz, ganz wichtig. Deine Bilder werden bestätigt. Das ist kein Sehen, das ist Schwäche. Wir identifizieren uns dadurch mit Schwäche und glauben, es ist Stärke. So pervertiert ist das Ego. Und wir haben es gelernt, wir haben es einfach gelernt, dass es so ist und glauben immer noch daran. Und wer etwas lernen will, da muss er schon bereit sein, das alte Lernen hinter sich zu lassen. Und deshalb sage ich auch oft, lass dein Menschsein zurück. Lass deine Idee von Menschsein einfach zurück. Es taugt nichts mehr.
Nimm das, nimm an, was du wirklich bist, Licht. Du glaubst auch, das Gehirn des Körpers könne denken. Wenn du das Wesen des Denkens verstündest, könntest du über diese wahnsinnige Vorstellung nur lachen. Es ist genau so, wie wenn du glaubtest, dass du das Streichholz hältst, mit dem die Sonne angezündet wird, und dass ihr ihre ganze Wärme gibt, oder dass du die Welt in deiner Hand hältst, wo sie sicher festgehalten ist, bis du sie loslässt. Dabei ist das nicht törichter, als zu glauben, des Körpers Augen könnten sehen und das Gehirn könnte denken. Ja, hier wird dir natürlich die Grundlage des Lebens wird dir gerade hinweggezogen. Ich denke, also bin ich. Hallo? Ich denke doch und bin doch der Gottfried oder der Frank oder der Ralf oder die Petra oder wer auch immer. Nein, du bist das nicht. Du bist deine Gedanken nicht. Egal, welcher großer Philosoph das ausgedrückt hat. Durch dein Denken machst du dich selbst blind. Durch deine Gedanken, deine Urteile, dein Sehen und dein Hören sitzt du in deinem Kinofilm, durch den du dich blenden lässt. Du bist so fasziniert, was auf dieser Leinwand geschieht, dass du vergisst, was du in Wahrheit bist, Licht und Stärke. Und die werden und Wunder werden im Licht gesehen. Und Licht und Stärke sind eins. Und der Kurs in Wundern unterstützt dich darin, nach und nach deinen Fokus von der Leinwand hinwegzunehmen und nicht mehr daran zu glauben, was du denkst. Du musst es ja nicht, oder? Musst du daran glauben, was du denkst? Oder willst du daran glauben, was du denkst? Wahres Denken kommt aus einer ganz anderen Ebene. Sie ist im höchsten Maße kreativ, lebendig, luftig, frei und glücklich in jedem Augenblick. Wahre Gedanken kommen aus der Schöpfung, die dich im höchsten Maße beflügeln und dich ständig in der Bereitschaft halten, vollkommene Liebe auszudehnen. Wahre Gedanken kommen aus einer Dimension der Freude und des Lichtes, die deinen Geist erhellen und alles in Heilung versetzen. Wahre Gedanken lassen dich in jedem Augenblick die Früchte der Schönheit ernten und haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was du glaubst, denken zu können. Die Stärke Gottes in dir ist das Licht, in dem du siehst, so wie es auch sein Geist ist, mit dem du denkst. Seine Stärke leugnet deine Schwäche. Eben deine Schwäche ist es, die durch des Körpers Augen schaut und in der Dunkelheit umherspäht, um ihr Ebenbild zu sehen. Die kleinen Schwachen, die Kränkelnden und Sterbenden, die Bedürftigen, Hilflosen und Furchtsamen, die Traurigen, die Armen, die Hungernden und Freudlosen. Diese werden durch Augen gesehen, die nicht sehen und nicht segnen können. Siehst du? Die Kleinen, die Schwachen, die Kränkelnden, die Sterbenden, die Bedürftigen, die Hilflosen, die Furchtsamen, Traurigen, Armen und Hungernden, die Depressiven, die Kranken, die Sterbenden. Ich füge hinzu und könnte noch viele, 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 viele finden. Diese werden durch Augen gesehen, die nicht sehen und nicht segnen. Siehst du, und solange du das noch siehst, solange du in der Welt das noch siehst, siehst du nicht. Und du segnest sie nicht. Du urteilst. Du urteilst in der Welt. Und solange du urteilst, bist du an deine Urteile gebunden. Du bist an deine eigenen Bilder gebunden.
genau das gilt es aufzuheben, für dich wie für mich. Denn du willst frei sein, stimmt's? Kannst du nicht sehen, wie diese Urteile der Hilflosen und Furchtsamen, der armen Bettler und traurigen Flüchtlinge und der armen Kinder, die nichts zu essen bekommen, und die alten Menschen, die in deinem Geist sich in Angst versetzen, das findet alles in dir statt. Und solange du sie als das noch siehst, solange bist du mit ihnen identifiziert und machst deren Leid zu deinem. Und es gibt einen anderen Weg, in dem du die Wunder einlädst, die im Licht gesehen werden. Wunder werden im Licht gesehen. Das ist es, was ich heute wahrnehmen will. Das ist es, was ich heute erkennen will. Mit dir. Bist du dabei? Die Stärke übersieht diese Dinge, indem sie über die Erscheinungen hinausblickt. Sie hält ihren steten Blick auf das Licht gerichtet, das hinter ihnen liegt. Sie vereint sich mit dem Licht, von dem sie ein Teil ist. Sie sieht sich selbst. Sie bringt das Licht, in dem dein Selbst erscheint. In der Dunkelheit nimmst du ein Selbst wahr, das es nicht gibt. Stärke ist die Wahrheit über dich. Schwäche ist ein Götze, der fälschlich verehrt und angebetet wird, um die Stärke zu vertreiben und Dunkelheit dort herrschen zu lassen, wo Gott bestimmte, das Licht sein sollte. Ja, und hier siehst du nochmals, die Stärke übersieht all diese Dinge. Sie schaut nicht mehr auf die Dunkelheit und auf die Erscheinungen, die darin auftauchen. Die Stärke hält ihren steten Blick auf das Licht gerichtet, das hinter ihnen liegt. Hinter diesen Dingen liegt die Stärke. Aber wenn du zum Beispiel ein Geldstück nimmst, es kann ein 2-Euro-Stück sein, und du hältst es nah genug vor dein Auge, siehst du das Licht nicht mehr, das Sonnenlicht nicht mehr, das dahinter liegt. Aber wenn du deinen steten Blick wieder auf das Licht göttlicher Anwesenheit richtest, dann schaust du über das 2-Euro-Stück und die Papierschnipsel und die Dinge hinweg. Du siehst das Ewige, das Leuchtende. Und wenn du das stetig tust, wirst du es stetig erleben. Und wenn du stetig auf Dunkelheit und Schwäche schaust, indem du deinen Gedanken glaubst, die nichts bedeuten, dann bist du mit dieser Schwäche identifiziert und dann brauchst du noch Hilfe in der Welt. Dann rennst du umher und suchst Hilfe in der Welt, wodurch alle Hilfe in dir ist, in deinem Geist, in deiner Wirklichkeit, im Licht, das du bist und im Wunder, das dir gegeben wird, wenn du mit stetem Blick auf das Licht schaust, hinter diesen Dingen. Hinter diesen Dingen. Nimm den Balken, der vor deinen Augen ist, hinweg. Lass dich heilen durch die Liebe, die du bist. Wunder werden im Licht gesehen, und Licht und Stärke sind eins.